Versteinern mit Ball. In dieser Übung geht es darum, sich an das Dribbeln mit dem Ball auf engem Raum zu gewöhnen. Außerdem wird die Orientierungsfähigkeit und das Zusammenspiel als Team gefördert. Zudem stellt es eine hohe Anforderung an die Geschicklichkeit der Kinder und es macht den Kleinsten großen Spaß. Aufbau. Bauen Sie mit 4 Hütchen ein Quadrat von jeweils 8 Metern Seitenlänge auf. Diese Größe ist ideal für eine Anzahl von 10 Kindern. Ablauf. Bestimmen Sie ein Kind, das Fänger ist. Dieses Kind braucht keinen Ball. Alle anderen Kinder verteilen sich mit einem Ball am Fuß im Quadrat. Auf ein Startsignal hin beginnt der Fänger mit dem Spiel. Seine Aufgabe besteht darin, alle Kinder im Quadrat zu versteinern. Berührt der Fänger eines der übrigen Kinder, so ist es sofort versteinert und stellt sich an der Stelle, an der es versteinert wurde, in einem Gleitschritt und mit ausgestreckten Armen über dem Kopf auf. Seinen Ball nimmt das nun versteinerte Kind in beide Hände und hält ihn gut sichtbar über den Kopf. Achten Sie darauf, dass alle Kinder, die gerade vom Fänger gejagt werden, ihren Ball immer am Fuß haben und diesen nicht einfach liegen lassen und ohne Ball weglaufen. Versteinerte Kinder können von anderen, noch nicht versteinerten Kindern durch einen Pass mit dem eigenen Ball durch die gegrätschten Beine des versteinerten Kindes hindurch wieder befreit werden. Geben Sie immer wieder lautstark Hinweise, wo ein versteinertes Kind steht, das befreit werden könnte, damit die Kinder sich leichter orientieren und sich schneller gegenseitig helfen können. Das Spiel endet, wenn der Fänger alle Kinder versteinert hat. Sollte der Fänger es nicht schaffen, alle Kinder zu versteinern, bestimmen Sie nach spätestens 2 Minuten einen neuen Fänger. Sie können die Schwierigkeit der Übung erhöhen oder erleichtern, indem Sie die Größe des Spielfeldes anpassen. Wenn Sie merken, dass die Fänger die übrigen Kinder zu schnell versteinern, vergrößern Sie das Spielfeld ein wenig. Wenn kein Fänger es schafft, alle Kinder zu versteinern, verkleinern Sie das Spielfeld ein bisschen und nehmen Sie eventuell noch einen zweiten Fänger mit hinzu.